Hätte ich dieses Instrument doch schon zur Verfügung gehabt, als ich vor wenigen Jahren, 1604, in Prag den neuen Stern entdeckte, der für einige Zeit heller schien als alle anderen Sterne. Ja, dieser neue Stern schien sogar eine Zeit lang fast zweimal so hell wie Jupiter und funkelte wie ein köstlicher Diamant mit vielen Ecken. Ach, lieber Galilei, ich wiederhole es, wären wir doch schon 5 Jahre früher im Besitz von Teleskopen gewesen. Thank you.
theoretisch ganz wahrscheinlich wird es wieder schneller und macht es keinen Sinn, weil es viel zu viel Energie verbraucht. Das ist also, das heißt, weil beim Mond ist man mit der Raumfähre relativ flug. Und ich jetzt 3 Tage genau genommen, Woche hin und zurück, aber LKW-Fahrer, was glaubst du, wie lange der fährt? Wenn der jetzt so ein Fernfahrer ist, der irgendwo auf der Autobahn Container fährt? Vor Jahren? Ja, das ist schon gut. 200? Nein, 200 nicht, aber 2 Jahre. Oder 5 Mal. Und die Windzeit nein. Ja, und das Licht, wie lange braucht das Licht vom Mond zu uns?
Wagen gewesen in der Vermessung. Da hat das Ganze Hannover vermessen. Und da ist große Kritik auch später von fachlicher Seite aufgekommen, dass man einen solchen Genius es zumutet, mit enormem Rechenaufwand mit der Hand die Reduktionen seiner Messungen zu machen, die oft mühsam genug erlangt wurden. Da soll er geantwortet haben, ich lasse mir nicht durch einen nachlässigen Rechner meine schönen Beobachtungen verderben. Thank you.